Für die Mehlschwitze werden 2 Esslöffel Butter erhitzt und 1 Esslöffel Mehl eingerührt. Wenn das Mehl goldbraun ist, gebe ich 2 Esslöffel Tomatenmark dazu, 800 Gramm stückige Tomaten und 150 Milliliter Wasser, 1 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker und 1 Esslöffel Oregano dazugeben. Circa 20 Minuten köcheln lassen. Eine Zwiebel in Würfel schneiden, in etwas Öl glasig dünsten, die sollen nicht braun werden. 2 Knoblauchzehen pressen, das sind 500 Gramm Hackfleisch, 1 Teelöffel Majoran, 1 Teelöffel Thymian, 1,5 Teelöffel Salz, die beiden Knoblauchzehen, die abgekühlten, glasig gedünsteten Zwiebeln, 200 Gramm gekochten und abgekühlten Reis und ein Ei. Von 4 Paprikaschoten den Deckel abschneiden und die Schoten füllen. Die Soße pürieren, alles in einen Bräter geben. Guten Appetit!